Hallihallo und herzlich willkommen zum letzten Video von Annies Adventskalender. Wir haben heute den 24. Dezember. Endlich ist es soweit. Wir haben Heiligabend. Heute können wir alle Päckchen aufmachen und ein schönes Essen genießen. Aber etwas steht natürlich noch bevor, und zwar das letzte Türchen am Adventskalender müssen wir noch öffnen. Eigentlich wissen wir ja, welches das ist, aber wir wollen natürlich trotzdem zuerst das Rätsel knacken. Also schauen wir uns mal an, ob es Justus gelungen ist, das richtige Seil an den Neptun zu lösen und damit den drei Fragezeichen aus der Falle zu entkommen. So sieht also das letzte Rätsel aus. Ich lese euch die letzte Geschichte dazu vor. Der Plan von Justus ging auf. Blitzschnell rannte er nach vorn, löste das passende Seil und von oben rauschte das Netz hinunter. Er selbst konnte gerade noch zur Seite springen, doch die beiden Wrackplünderer reagierten zu spät. Zappelnd und fluchend versuchten sie sich zu befreien, hatten aber keine Chance. Immer stärker verheddeten sie sich in dem Netz. »War doch alles nur ein Spaß«, rief jetzt der Ziegenbart. »Befreit uns und wir geben euch einen Batzen Geld ab. Der Diamant ist Millionen wert.« Peter wickelten die beiden mit einem weiteren Seil ein. Dann ist der Spaß hiermit beendet. Den Rest können sie mit der Polizei ausmachen. Justus zog das Seil noch fester. »Ich denke, der Diamantring kommt ins Museum und sie beide werden Weihnachten hinter Gittern verbringen.« Bob atmete erleichtert auf. Und wissen Sie was, weil Sie ja so große Rätselfreunde sind, werde ich mir für Sie auch eins ausdenken. Dann wird es im Gefängnis nicht so langweilig. Mit diesen Worten zückte Bob seinen Notizblock und kritzelte kleine Symbole aus Papier. Nach einer Weile überreichte er den Zettel. Hier, bitteschön, fröhliches Rätseln. Mal schauen, ob wir Bobs Rätsel lösen können. Wir haben hier immer Bilder, ich nehme an, es gibt Worte und am Schluss gibt es ein Lösungswort. Schauen wir uns das mal an. Also hier ist Feuer. Dann haben wir hier die Kerze. Also es steht Frohe Weihnachten. Ja, es ist auch der 24. Dezember. Dann schauen wir hier Frohe Weihnachten, die Maus mit dem Rohr hier. Mal schauen, ob wir das auf dem Adventskalender finden. So, nur noch ein Türchen ist übrig und zwar das da. Ich öffne das mal. Mal schauen, was hier rauskommt. Es sieht aus wie ein Notizblock. So sieht er aus, mit ganz vielen Buchstaben drauf. Mal schauen, was hier auf der letzten Seite steht. Also es ist wirklich eigentlich ein Notizblock, aber man hat hier noch ganz viele Buchstaben drauf, wo man auch Rätsel lösen kann. Man kann Wörter heraussuchen. Zum Beispiel hier haben wir ein Beispiel. Da steht Vorfall drauf, also hat es auf jeder Seite beim Notizblock noch ein oder mehrere Wörter, die man herausfinden kann. Also nicht nur ein langweiliger Notizblock, sondern es hat auch noch immer ein bisschen Rätsel drin, damit das Detektivengehirn nicht vermodert. Ich habe vielleicht gemerkt, vorhin hat meine Kamera noch keinen Akku mehr gehabt und ist gerade abgestürzt. Das passt hier gerade, wir sind ja jetzt auch eigentlich schon fast am Ende. Nur noch der Schluss fehlt. Also die drei Fragezeichen haben ja es endlich geschafft. Mit unserer Hilfe haben wir den Diamanten gefunden. Wir haben alle Rätsel lösen können. Wir haben alle Türchen öffnen können, alle gefunden. Am Schluss ist es wirklich auch aufgegangen. Und danke euch vielmals für die Unterstützung und für die 24 Filmchen, die ihr euch angesehen habt, für jedes Türchen eines. Und dann wünsche ich euch natürlich eine wunderschöne Weihnachtszeit. Ich möchte noch kurz was zum Adventskalender selber sagen. Ich finde eigentlich, dass es ein super Adventskalender ist. Er hatte Rätsel drin, er hatte Experimentiersachen drin, er hatte ganz viele verschiedene Detektiv-Gadgets, die man herausfinden konnte, herausziehen konnte. Ich finde es ein bisschen schade, dass recht viel einfach mit der Verschlüsselung von Botschaften zu tun hat. Natürlich ist das ein Kerngeschäft von Detektiven, aber das finde ich ein bisschen schade. Deshalb kriegt der Adventskalender von mir 9 von 10 möglichen Punkten. Ich fand ihn aber wirklich super und er ist ab 8 Jahren, da sind die Rätsel auch wirklich machbar. Es hat einfache Rätsel und ein bisschen schwierigere Rätsel dabei. Deshalb hat er mir sehr gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und jetzt wünsche ich euch eine wunderschöne Weihnachtszeit, eine erholsame Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr.
und ganz viele Geschenke natürlich. Also bis zum nächsten Video von Annies Spielplatz. Tschüss!